From the conference center aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik sorgt ein gemischter Chor mit Studenten der Brigham Young Universität. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the 189th Annual General Conference of the Church der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen. Wir begrüßen auch alle, die die Satellitenübertragung dieser Konferenz in Pfahlzentren in verschiedenen Teilen der Welt mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität unter der Leitung von Rosalind Hall und Andrew Crane mit Linda Margetts und Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Komm, o du Heiland, her«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Brent H. Nielsen von den 70ern. Oh.
Unser Vater im Himmel, wir haben uns heute hier versammelt, in diesem Konferenzzentrum und rund um die Welt, als Mitglieder und Freunde der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir lieben dich, Vater, und wir lieben deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind dankbar für sein Sühnopfer, das alles für uns möglich macht. Wir sind dankbar für die Propheten und Apostel, die uns heute belehren werden. Und wir bitten dich darum, dass du uns Augen gibst, die sehen, und Ohren, die hören. Wir sind dankbar für Tempel, die uns helfen, eine Verbindung zu dir aufzubauen. Wir sind besonders dankbar für unsere Missionare, die in aller Welt dienen. Und bitte segne sie mit Sicherheit und mit Erfolg. Wir bitten um deinen Geist in dieser Versammlung. Bitte öffne die Himmel für uns, dass wir wissen können, was wir tun sollen und wie wir uns verhalten sollen. Wir lieben dich und wir beten um diese Dinge. Im Namen Jesu Christi. Amen. Präsident Dallin H. Oaks wird Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die leitenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Danach verließ Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. Ich lege jetzt die Generalautoritäten, die Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vor. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Dallin Harris Oaks als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Bennion Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Dallin H. Oaks als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und M. Russell Ballard als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die nachfolgend genannten als Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong und Ulysses Soares. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder aus ihrem Dienst als Gebietssiebziger entlassen: Elder Victorino A. Babida, Elder L. Todd Budge, Elder Peter M. Johnson, Elder John A. McHugh, Elder Mark L. Pace, Elder James R. Rasband und Elder Benjamin M. Z. Tai. Wer sich unserem Dank für den treuen Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige dies bitte durch Heben der Hand. Es wird vorgeschlagen, dass wir Bruder Ted R. Collister, Bruder Devin G. Durant und Bruder Brian K. Ashton mit aufrichtigem Dank als Präsidentschaft der Sonntagsschule entlassen. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst dieser Brüder anschließen möchte, zeige es bitte.
Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als Generalautorität 70er bestätigen. Ruben V. Aliot, Jorge M. Alvarado, Hans T. Bohm, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai und Alan R. Walker. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als Gebiet 70er bestätigen. Solomon I. Alice, Guillermo A. Alvarez, Julius V. Barrientos, Darren R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, M. Carlos Cabral, Dunstan G. B. Charambuka, Alan C. K. Chong, Christian C. Chikbundo, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Fa'alogo Jr., David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Henny, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim Emsane, Luis C. D. Queiroz, Ifanomesana Razolon Dreibe, Eduardo Resek, Tomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos G. Soffert,
Voi ar taioi lii. Sergio ar Vargas. Und Markus Zase. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Danke. Es wird vorgeschlagen, dass wir Mark L. Pace als Präsidenten der Sonntagsschule bestätigen. Mit Milton Darocha Camargo als erstem Ratgeber und Jan Eric Newman als zweitem Ratgeber. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Präsident Nelson, das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Diejenigen, die gegen einen der Vorschläge gestimmt haben, wenden sich bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete für die Führer der Kirche. Wir bitten nun die neuen Generalautorität 70er und die neue Präsidentschaft der Sonntagsschule, ihre Plätze auf dem Podium einzunehmen. Wie angekündigt, verliest jetzt Kevin R. Jurgensen den Buchprüfungsbericht der Kirche für das Jahr 2018. An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse durch Offenbarung festgelegt, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder, bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft, wie die Geldmittel der Kirche ausgegeben werden. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2018 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Buchprüfungsverfahren der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für Notzeiten zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Erstaunt und bewundernd. Nach dem Lied freuen wir uns von Präsident M. Russell Ballard, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Ihm folgt Elder Matthias Held von den 70ern, der auch auf Deutsch zu hören sein wird.
My brothers and sisters, it is wonderful. Meine Lieben und Brüder und Schwestern, es ist wundervoll. Ich kann es kaum glauben, dass ich 1948, vor 71 Jahren, als Missionar in England war und dass Barbara und ich vor 44 Jahren mit unserer Familie nach Kanada zogen, weil ich der Präsident der Kanada-Mission Toronto wurde. Ich war noch in diesem Amt tätig, als ich im April 1976 ins Kollegium der 70er berufen wurde und 1985 wurde ich völlig unerwartet ins Kollegium der 12 Apostel berufen. Anders als bei meinen früheren Berufungen, aus denen ich später entlassen wurde, stehen die Chancen für meine Entlassung aus dem Kollegium der 12 Apostel nicht sehr gut. Ich bete allerdings, dieser Tag möge erst kommen, wenn ich alles erledigt habe, wozu der Herr mich berufen hat. Als ich über die letzten 43 Jahre nachdachte, in denen ich als Generalautorität dienen und mich der Kinder des himmlischen Vaters annehmen durfte, wurde mir immer mehr bewusst, dass er sich für all seine Kinder Frieden, Freude und Glücklichsein wünscht. Der Prophet Lehi hat gesagt, Menschen sind, damit sie Freude haben können. Es gibt viele Gründe, weshalb uns Friede, Freude und Glücklichsein in diesem Leben versagt bleiben und wir Armut, Krieg, Naturkatastrophen oder unerwartete Rückschläge bei der Arbeit, in der Gesundheit oder in Familienbeziehungen erleben. Wir haben zwar keinen Einfluss auf solche Kräfte, die von außen auf unser Erdenleben einwirken, wenn wir aber danach streben, treue Nachfolger des Herrn Jesus Christus zu werden, können wir trotz der weltlichen Sorgen, die uns umschwirren, Frieden und Freude finden und glücklich sein. Eines meiner Kinder sagte einmal, ich frage mich, ob ich es schaffen werde. Ich erwiderte, der Vater im Himmel verlangt nichts weiter von uns, als dass wir jeden Tag unser Allerbestes geben. Brüder und Schwestern, geben Sie Tag für Tag Ihr Bestes. Und ehe Sie sich versehen, wird Ihnen bewusst, dass der Vater im Himmel Sie kennt und dass er Sie liebt. Und wenn Sie das wissen, es wirklich wissen, hat Ihr Leben einen Sinn und Sie werden von Freude und Frieden erfüllt. Der Erretter, das Licht der Welt, hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, bleibt nicht in der Finsternis. Jesus Christus ist der Name, der vom Vater gegeben ist, und es ist kein anderer Name gegeben worden, wodurch wir errettet werden können. Darum müssen alle Menschen den Namen auf sich nehmen, der vom Vater gegeben ist. Aus den Heiligen Schriften wissen wir, dass der Satan die Menschen in die Finsternis führen möchte. Ihm geht es allein darum, das Licht und die Wahrheit Jesu Christi und seines Evangeliums von uns fernzuhalten. Wie Lehi seinen Kindern gesagt hat, trachtet der Teufel danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Während er das Werk und die Herrlichkeit des himmlischen Vaters ist, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen, ist es Luzifers Werk, Elend und endloses Weh für Gottes Kinder zustande zu bringen. Sünde und Übertretung trüben das Licht Christi in unserem Leben. Deshalb streben wir danach, uns im Licht Christi zu wärmen, das uns Frieden, Freude und Glücklichsein beschert. In den vergangenen 18 Monaten hat der Herr seinen Propheten und die Apostel inspiriert, eine Reihe großartiger Veränderungen vorzunehmen. Ich mache mir jedoch Sorgen, dass der geistige Sinn hinter all dem in der Aufregung über die Veränderungen an sich untergehen könnte. Joseph F. Smith sagte vor vielen Jahren, das wahre, reine und einfache Evangelium Jesu Christi wurde wiederhergestellt. Wir sind dafür verantwortlich, dass es auf der Erde erhalten bleibt. Er fügte hinzu, dass das wahre, reine und einfache Evangelium die errettende Lehre Christi sei. In den Glaubensartikeln hat der Prophet Joseph Smith erklärt, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können,
indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Die ersten Grundsätze des Evangeliums sind der Glaube an den Herrn Jesus Christus, die Umkehr, die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und bis ans Ende auszuharren. Sein Bruder Hiram verkündete sie immer und immer wieder. Sie werden feststellen, dass ihnen Tag für Tag neue Gedanken und weiteres Licht in Bezug darauf offenbart werden. Sie können ihr Verständnis davon erweitern, bis sie sie voll und ganz erfassen. Dann können sie ihren Zuhörern auf eine Weise nahebringen, dass sie besser verstanden werden. Zitat Ende. Am besten können wir das geistige Ziel der Kirche erkennen, wenn wir nach den wahren, reinen und einfachen Lehren Christi leben und die zwei großen Gebote des Erretters in die Tat umsetzen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gehorsam gegenüber diesen zwei wichtigsten Geboten bereitet einen Weg, wie man mehr Frieden und Freude erleben kann. Wenn wir den Herrn lieben und ihm dienen und unseren Nächsten lieben und ihm dienen, erfahren wir auf ganz natürliche Weise mehr Glück. Besser ist es gar nicht möglich. Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten sind der Lehre nach der Grundlage für geistliches Dienen, auf die Familie ausgerichtetes und von der Kirche unterstütztes Lernen, geistige Gottesdienste am Sabbat und das Erlösungswerk auf beiden Seiten des Schleiers, das von der Frauenhilfsvereinigung und vom Ältestenkollegium unterstützt wird. Dies alles beruht auf den heiligen Geboten, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Kann etwas noch grundlegender, elementarer oder einfacher sein? Wenn wir nach dem wahren, reinen und einfachen Evangeliumsplan leben, haben wir mehr Zeit, die Witwen, Witwer und Waisen, die Einsamen, Kranken und Armen zu besuchen. Wenn wir dem Herrn und unseren Mitmenschen dienen, finden wir Frieden, Freude und Glücklichsein im Leben. Die Veränderungen am Sabbat, mit denen ein auf die Familie ausgerichtetes und von der Kirche unterstütztes Lernen und Studieren des Evangeliums betont wird, sind eine Gelegenheit, uns innerhalb der eigenen vier Wände geistig zu erneuern und uns Gott zuzuwenden. Was könnte noch einfacher, grundlegender und tiefgründiger sein? Brüder und Schwestern, können Sie sehen, dass das Lernen und Lehren des Evangeliums in unserer Familie ein wichtiger Weg zu Freude und Glücklichsein im Leben ist? Der Erretter hat über den Sabbat gesagt, denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Er sagte weiter, damit deine Freude voll sei durch sich freuen und beten, sollt ihr dies alles mit Danksagung tun und mit frohem Herzen und fröhlichem Angesicht. Bitte beachten Sie einige Schlüsselwörter in dieser Offenbarung. Freude, sich freuen, Danksagung, fröhliches Herz, frohes Herz und fröhliches Angesicht. Für mich klingt das, als solle uns die Sabbatheiligung ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wenn wir anderen auf heiligere und höhere Weise geistlich dienen wollen, bedenken Sie bitte, wie wichtig es ist, dass wir einen jeden begrüßen, der die Versammlung der Kirche besucht, vor allem aber neue Mitglieder und Besucher. Wir alle sollten fröhlich mitsingen, aufmerksam auf die Worte des der Abendmahlsgebete achten und dabei Herz und Sinn offen halten. Die Zeugnisse des Glaubens in unserer Fast- und Zeugnisversammlung führt ein Mitglied der Bischofschaft an, indem es kurz Zeugnis gibt und dabei vor allem auf den Plan des Glücklichseins und das wahre, reine und einfache Evangelium Jesu Christi eingeht. Alle anderen sollten diesem Beispiel folgen. Denken wir daran, dass es andere Orte gibt, wo es angebracht ist, Geschichten zu erzählen oder von Reiseabenteuern zu berichten. Wenn wir unser Zeugnis einfach halten und uns auf das Evangelium Christi besinnen, erneuert er uns geistig, wenn wir einander Zeugnis geben. Wie man anderen erfolgreich dient, erkennt man am besten, wenn man sich darauf konzentriert, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Einfach gesagt, wir dienen anderen,
weil wir den Vater im Himmel und seine Kinder lieben. Unser geistiges Dienen hat noch mehr Erfolg, wenn wir es einfach halten. Die größte Freude hat man an den einfachen Dingen des Lebens. Hüten wir uns also vor dem Gedanken zu den Veränderungen, die wir bekommen haben, um den Glauben und ein festes Zeugnis im Herzen der Kinder zu stärken, müsse noch etwas hinzukommen. Erschweren wir nichts mit zusätzlichen Versammlungen, Erwartungen oder Ansprüchen. Halten Sie es einfach. In dieser Einfachheit finden Sie den Frieden, die Freude und das Glücklichsein, wovon ich gesprochen habe. Die Führungsbeamte haben im Handbuch seit Jahren die einfachen und klaren Ergebnisse als Ziel der Kirche festgelegt. Ich zitiere: Die Führungsbeamte fordern alle Mitglieder auf, alle wesentlichen heiligen Handlungen des Priestertums zu empfangen, die damit einhergehenden Bündnisse zu halten und sich für die Erhöhung und das ewige Leben bereit zu machen. Erwachsene, spornen Sie jeden Erwachsenen an, würdig zu sein, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Lehren Sie alle Erwachsenen, dass sie ihre Vorfahren ermitteln und stellvertretend die heiligen Handlungen im Tempel für sie vollziehen sollen. Jugendliche, helfen Sie mit, dass sich jeder junge Mann vorbereitet, das melchisedekische Priestertum und die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen und würdig zu sein, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Unterstützen Sie jede junge Dame darin, würdig zu sein, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Stärken Sie die Jugendlichen mit sinnvollen Aktivitäten. Alle Mitglieder, helfen Sie den Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisationen, dem Gemeinderat, den Gemeinde- und Vollzeitmissionaren und den Mitgliedern gemeinsam daran zu arbeiten, dass jeder Einzelne errettet wird, die Familien und die Einheiten der Kirche gestärkt werden, die Aktivität im Priestertum steigt und Israel durch Bekehrung, Aktiverhaltung und Aktivierung gesammelt wird. Lehren Sie die Mitglieder, für sich selbst und ihre Familie zu sorgen und den Armen und Bedürftigen auf die Weise des Herrn zu helfen. Zitat Ende. Meiner Tätigkeit in der Kirche verdanke ich viele bemerkenswerte und besondere geistige Erlebnisse. Ich bin ein Zeuge dafür, dass der Herr seine Kirche leitet, um seine Absichten zu verwirklichen. Ich habe göttliche Führung erhalten, die meine Fähigkeiten bei weitem übersteigt. Bei der Freude, nach dem Evangelium zu leben, ging es für mich stets um die wahre, reine und einfache Lehre und das Evangelium Jesu Christi. Ich habe unter der Schlüsselvollmacht und Leitung von 6 Propheten und Präsidenten der Kirche gedient, von Spencer W. Kimball bis hin zu Russell M. Nelson. Ich bezeuge, dass jeder von ihnen der erwählte Prophet Gottes war und ist. Sie haben uns entscheidende Grundsätze in Bezug auf die Kirche, das Evangelium und die Lehre Christi deutlich gemacht. Präsident Nelson bringt das Werk des Herrn in einem atemberaubenden Tempo voran. Ich sage atemberaubend, weil er von uns Aposteln als einziger älter ist als ich. Und es fällt mir schwer, mit ihm Schritt zu halten. Ich bin ein Zeuge dafür, dass die Priesterschlüssel und der Mantel eines Propheten Gottes auf ihm ruhen. Präsident Nelson verkündet das wahre, reine und einfache Evangelium Jesu Christi. Ich bezeuge Ihnen, dass Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat uns wiederholt aufgefordert, trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Wir können Licht und Verständnis nicht nur mit dem Verstand durch logisches Denken, sondern auch durch Führung und Inspiration vom Heiligen Geist empfangen. Diese zusätzliche Quelle der Erkenntnis war nicht immer ein Teil meines Lebens. Meine liebe Frau Irene und ich haben uns vor 31 Jahren der Kirche angeschlossen, als wir frisch verheiratet waren. Wir sind beide in Kolumbien aufgewachsen. Ein paar Monate nach unserer Hochzeit führte uns meine berufliche Entwicklung jedoch nach Deutschland. Wir waren noch sehr jung und hatten große Hoffnungen und Erwartungen.
Es war eine besonders spannende und glückliche Zeit für uns. Während ich mich auf meine Arbeit konzentrierte, hatte Irene das Gefühl, wir würden demnächst eine Art Botschaft vom Himmel erhalten, ohne zu wissen, wie oder wann. Also begann sie, alle erdenklichen Vertreter mit Lexika, Staubsaugern, Kochbüchern, Küchengeräten usw. so weiter ins Haus zu lassen, immer in Erwartung dieser einzigartigen Botschaft. Eines Abends erzählte sie mir, zwei junge Männer in dunklen Anzügen hätten an unsere Tür geklopft und sie habe ganz klar und unmissverständlich das Gefühl gehabt, sie solle sie hereinbitten. Sie hätten gesagt, sie wollten mit ihr über Gott sprechen, würden aber wiederkommen, wenn auch ich zu Hause wäre. Sollte das die erwartete Botschaft sein? Von da an besuchten sie uns. Unter ihrer Anleitung lasen wir in den Heiligen Schriften und erkannten, wie überaus wichtig Jesus Christus als unser Retter und Erlöser ist. Bald schon bedauerten wir, dass wir als Babys getauft worden waren, was ja kein bewusst eingegangener Bund gewesen war. Ließen wir uns aber erneut taufen, würde das bedeuten, dass wir Mitglieder dieser neuen Kirche würden. Wir mussten also erst einmal alles verstehen, was damit zusammenhing. Doch woran könnten wir erkennen, ob das, was die Missionare uns über das Buch Mormon, über Joseph Smith und über den Erlösungsplan sagten, tatsächlich der Wahrheit entsprach? Immerhin hatten wir dank der Worte des Herrn verstanden, dass wir sie an ihren Früchten erkennen könnten. Also begannen wir, die Kirche ganz systematisch zu prüfen und betrachteten diese Früchte mit unserem äußerst rationalen Verstand. Und was sahen wir da? Wir sahen dies: freundliche und glückliche Menschen und wunderbare Familien, denen klar war, dass wir in diesem Leben Freude haben sollen und nicht nur Leid und Elend. Eine Kirche, in der es keine bezahlten Geistlichen gibt, sondern in der die Mitglieder Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Eine Kirche, in der Jesus Christus und die Familie bei allem im Mittelpunkt stehen, in der die Mitglieder einmal im Monat fasten und Geld spenden, um Armen und Bedürftigen zu helfen, wo gesunde Gewohnheiten gefördert werden und man uns beibringt, uns von schädlichen Substanzen fernzuhalten. Außerdem gefiel uns, dass man auf persönlichen Fortschritt, Bildung und Ausbildung, harte Arbeit und Eigenständigkeit Wert legte. Zusätzlich erfuhren wir von dem beachtlichen humanitären Hilfsprogramm und waren von den Generalkonferenzen mit ihrer herrlichen Musik und den dort vermittelten gewichtigen geistigen Grundsätzen beeindruckt. Mit all dem vor Augen hatten wir an der Kirche nichts auszusetzen. Im Gegenteil, alles, was wir sahen, gefiel uns sehr. Dennoch konnten wir uns immer noch nicht zur Taufe durchringen, denn vorher wollten wir einfach alles wissen. Doch selbst in unserer Unentschlossenheit bereitete der Herr uns geduldig vor. Er formte uns und zeigte uns, dass wir lernen mussten, die Wahrheit nicht nur mit dem rationalen Verstand, sondern auch durch die sehr leise, sanfte Stimme des Geistes zu erkennen, die besonders das Herz anspricht. Eines Abends, als wir uns bereits 10 Monate lang mit dem Evangelium bekannt gemacht hatten, stellten sich jene Stimme und das damit sogleich einhergehende Gefühl ein, als wir in Mosia 18 lasen, da ihr den Wunsch habt, einer des anderen Last zu tragen und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann dagegen, euch im Namen des Herrn taufen zu lassen? Dieser Abschnitt aus dem Buch Mormon drang uns tief ins Herz. Plötzlich war uns emotional wie rational klar, dass es wirklich keinen Grund gab, uns nicht taufen zu lassen. Wir erkannten, dass die in diesen Versen erwähnten Wünsche auch unsere Herzenswünsche waren und dass es eben genau darauf ankam. Das war weit wichtiger, als dass wir alles verstanden, denn wir wussten bereits genug. Wir hatten immer darauf vertraut, dass ein liebevoller Vater im Himmel uns mit seiner Hand leitet und waren sicher, er würde uns weiterhin leiten. Daher legten wir noch am selben Tag das Datum für unsere Taufe fest und ließen uns bald darauf endlich taufen. Was haben wir daraus gelernt? Zunächst haben wir gelernt, dass wir uns voll und ganz auf den liebevollen Vater im Himmel verlassen können. Er hilft uns fortwährend dabei, der Mensch zu werden, den er in uns sieht. Wir fanden die tiefgründige Wahrheit dieser Worte auch in dieser Aussage des Herrn bestätigt. Ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören, denn sie werden Weisheit lernen. Denn dem, der empfängt,
werde ich mehr geben. Außerdem haben wir gelernt, dass uns neben dem rationalen Verstand eine weitere Dimension des Wissenserwerbs Führung und Erkenntnis schenken kann. Es ist die leise, sanfte Stimme seines Heiligen Geistes, die uns in Herz und auch Verstand anspricht. Diesen Grundsatz vergleiche ich gern mit unserem Sehvermögen. Der Vater im Himmel hat uns nicht nur ein physisches Auge gegeben, sondern zwei. Mit einem Auge kann man hinreichend sehen, doch das zweite Auge verleiht uns einen zusätzlichen Blickwinkel. Wenn beide Blickwinkel im Gehirn zusammengeführt werden, erzeugen sie ein dreidimensionales Bild unserer Umgebung. Ebenso sind uns dank unserer physischen und geistigen Fähigkeiten zwei Informationsquellen gegeben. Unser Verstand erzeugt durch unsere körperlichen Sinne und unsere Denkfähigkeit eine bestimmte Wahrnehmung. Aber mit der Gabe des Heiligen Geistes hat der Vater im Himmel auch für eine zweite Sichtweise gesorgt, die tatsächlich wichtigste und wahre, denn sie kommt direkt vom Vater. Doch weil die Einflüsterungen des Geistes oft sehr leise sind, sind sich viele Menschen dieser zusätzlichen Quelle nicht bewusst. Wenn diese beiden Blickwinkel in unserer Seele miteinander verbunden werden, zeigt sich in einem vollständigen Bild alles, wie es wirklich ist. Tatsächlich lassen sich dank dem zusätzlichen Blickwinkel des Heiligen Geistes bestimmte Realitäten, die wir uns ausschließlich mit dem Verstand erschließen, sogar als Täuschung oder schlichtweg falsch entlarven. Denken Sie an Moronis Worte: Durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. In meinen 31 Jahren als Mitglied der Kirche habe ich dies oft erlebt. Wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen und das geistige Verständnis, das wir durch die Einflüsterungen und Eingebungen des Heiligen Geistes erlangen können, bestreiten oder außer Acht lassen, ist es so, als gingen wir einäugig durchs Leben. Doch bildlich gesprochen haben wir ja zwei Augen erhalten. Nur durch das Zusammenspiel beider Blickwinkel kann sich uns das wahre und vollständige Bild von aller Wahrheit und all unserem Erleben zeigen. Und nur dadurch können wir auch unsere Identität und Bestimmung als Kinder eines lebenden himmlischen Vaters voll und ganz erfassen. Das erinnert mich daran, was Präsident Nelson uns vor einem Jahr gesagt hat. Es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Mit absoluter Gewissheit habe ich erkannt, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben und wir alle damit einverstanden waren, im Rahmen seines göttlichen Plans auf diese Erde zu kommen. Dass Jesus der Messias ist, er lebt und ist mein Retter und Erlöser. Ich weiß, dass Joseph Smith, ein einfacher Bauernjunge, berufen wurde und dass aus ihm der mächtige Prophet wurde, der diese Evangeliumszeit der Fülle eingeleitet hat, mit all ihren Schlüsseln, mit Macht und Vollmacht des heiligen Priestertums Gottes. Ich weiß, dass das Buch Mormon ein zweiter Zeuge für Jesus Christus ist und dass Familien für immer zusammenbleiben sollen. Und ich weiß, dass unser Herr Jesus Christus heute diese, seine wiederhergestellte Kirche durch unseren lebenden Propheten, Präsident Russell M. Nelson, leitet. Diese und viele andere kostbare Wahrheiten sind zu geistigen Bausteinen für den Menschen geworden, zu dem ich mich mit Gottes Hilfe entwickle. Und ich freue mich auf die vielen neuen Lehren, die er mir und Ihnen zukommen lassen möchte, während wir durch dieses wunderbare Leben gehen und durch Studium und auch durch Glauben lernen. Ich weiß, dass dies alles wahr ist und gebe Zeugnis dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen. And learn even by study and also by faith. I know these things to be true and testify of them. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. The congregation will now join. Die Anwesenden und der Chor singen nun gemeinsam das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König, Nummer 39 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel. Anschließend hören wir von Elder Takashi Wada
und Elder David P. Homer von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Jesus einstens schlicht geboren. Das ist die 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Kurz vor seiner Kreuzigung wurde Jesus zu Pilatus ins Prätorium gebracht. Bist du der König der Juden? Fragte Pilatus herablassend. Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Zynisch fragte Pilatus daraufhin, was ist Wahrheit? Heutzutage mag die Frage, was ist Wahrheit, dem weltlich Eingestellten äußerst komplex vorkommen. Eine Google-Suche nach was ist Wahrheit führt zu über 1 Million Einträgen. Auf unserem Handy stehen uns mehr Informationen zur Verfügung als in sämtlichen Büchern einer Bibliothek. Wir leben in einem Überfluss an Informationen und Meinungen. Verlockende, verführerische Stimmen folgen uns auf Schritt und Tritt. Angesichts der heute herrschenden Verwirrung ist es nicht verwunderlich, dass viele sich den Worten des Protagoras aus dem 2500 Jahre alten Dialog mit dem jungen Sokrates anschließen. Was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Und was für mich wahr ist, ist für mich wahr.
Da wir mit dem wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi gesegnet sind, verkünden wir demütig, dass es einiges gibt, was vollständig und unumstößlich wahr ist. Diese ewigen Wahrheiten gelten für jeden Sohn und jede Tochter Gottes. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, Wahrheit ist Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war und wie es kommen wird. Wahrheit schaut zurück und voraus und erweitert somit den Blick auf die flüchtige Gegenwart. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit weist den Weg zu ewigem Leben und sie kommt nur durch unseren Erretter Jesus Christus. Durch nichts sonst. Jesus Christus lehrt uns durch sein Sühnopfer und seine Auferstehung, wie wir leben sollen. Er bietet uns Vergebung unserer Sünden und Unsterblichkeit jenseits des Schleiers an. Das ist unumstößlich wahr. Jesus Christus lehrt uns, dass es nicht von Bedeutung ist, ob wir reich oder arm, berühmt oder unbekannt, weltgewandt oder unbewandert sind. Unser Streben auf Erden besteht vielmehr darin, unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus zu vertiefen, das Gute dem Bösen vorzuziehen und Gottes Gebote zu halten. Wir freuen uns über die Errungenschaften in Wissenschaft und Medizin, doch die Wahrheiten Gottes gehen weit über diese Entdeckungen hinaus. Es hat schon immer Fälschungen gegeben, die im Widerspruch zu ewigen Wahrheiten stehen und die Kinder Gottes von der Wahrheit abbringen sollen. Die Argumente des Widersachers sind seit jeher dieselben. Hören Sie sich diese von vor 2000 Jahren an. Ihr könnt nicht von Dingen wissen, die ihr nicht seht. Was auch immer jemand tut, ist kein Verbrechen. Es ist nicht vernünftig, dass so ein Wesen wie Christus der Sohn Gottes sein soll. Euer Glaube ist eine törichte Überlieferung. Das klingt wie heute, oder? Das hört sich auch heutzutage so an. Durch die Wiederherstellung des Evangeliums hat Gott uns den Weg dafür bereitet, dass wir wesentliche geistige Wahrheiten kennenlernen und erkennen, nämlich mit Hilfe der Heiligen Schriften, des persönlichen Gebets, eigener Erlebnisse, der Ratschläge lebender Propheten und Apostel und der Führung durch den Heiligen Geist, der uns von allem wissen lassen kann, ob es wahr ist. Wir können das, was von Gott ist, erkennen, wenn wir uns geistig darum bemühen. Paulus hat gesagt, so erkennt auch keiner Gott, es sei denn, er hat den Geist Gottes, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Schauen Sie sich dieses Kunstwerk von Michael Murphy an. In dieser Ansicht kann man kaum glauben, dass es sich um die künstlerische Darstellung eines menschlichen Auges handelt. Betrachtet man die Kugeln jedoch aus einem anderen Blickwinkel, sieht man die Schönheit der Schöpfung dieses Künstlers. In ähnlicher Weise sehen wir die geistigen Wahrheiten Gottes nur mit gläubigem Auge. Paulus hat gesagt, der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Die Heiligen Schriften, unsere Gebete. Wir haben doch gerade von Elder Hales wunderbar über das Auge des Glaubens gehört. Die Heiligen Schriften, unsere Gebete, eigene Erlebnisse, neuzeitliche Propheten und die Gabe des Heiligen Geistes geben uns einen klaren geistigen Blick auf die Wahrheit, der für unsere Erdenreise notwendig ist. Lassen Sie uns die Proklamation zur Familie mit gläubigem Auge betrachten. Präsident Gordon B. Hinckley stellte sie mit diesen Worten vor. Wir wissen, dass wir sie warnen müssen, weil es heute auf der Welt so viele falsche Lehren gibt, die als Wahrheit dargestellt werden. So viele falsche Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen und so viele Verlockungen, sich nach und nach von der Welt beflecken zu lassen. In der Proklamation heißt es, alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung.
Dies sind ewige Wahrheiten. Sie und ich sind keine Laune der Natur. Mir gefällt besonders, im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geistsöhne Gottes und die Geistsöhne und Töchter Gott als ihren ewigen Vater und nahmen seinen Plan an. Wir haben schon gelebt, bevor wir geboren wurden. Unsere individuelle Identität ist ein ewiger Teil von uns. Auf eine Weise, die wir nicht voll und ganz verstehen, wirkt sich unser geistiger Fortschritt im vorirdischen Dasein darauf aus, wer wir hier sind. Wir haben Gottes Plan angenommen. Wir wussten, dass wir auf Erden Schwierigkeiten, Schmerz und Kummer erfahren werden. Wir wussten auch, dass der Erretter kommen wird und dass wir, wenn wir uns würdig erweisen, in der Auferstehung hervorkommen und Herrlichkeit auf unser Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. In der Proklamation steht ganz deutlich, wir verkünden, dass die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen wird, von Gott festgelegt ist. Wir bekräftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von wesentlicher Bedeutung ist. Der Plan des Vaters legt Ehemann und Ehefrau nahe, Kinder zur Welt zu bringen und verpflichtet uns dazu, ungeborenes Leben zu verteidigen. Wenn wir aus der Proklamation nur das nehmen, was uns passt, trüben wir unseren ewigen Blickwinkel und messen unserem Erleben hier und jetzt zu viel Bedeutung bei. Wenn wir jedoch gebeterfüllt mit gläubigem Auge über die Proklamation nachdenken, wird uns klarer, dass die Grundsätze wunderbar Hand in Hand gehen, einander untermauern und den Plan des Vaters für seine Kinder offenbar werden lassen. Sollte es uns daher überraschen, dass für den einen oder anderen noch Fragen offen bleiben, wenn die Propheten des Herrn seinen Willen kundtun? Natürlich lehnen einige die Worte der Propheten sofort ab, doch andere denken gebeterfüllt über ihre aufrichtigen Fragen nach. Fragen, die sich mit Geduld und gläubigem Auge klären werden. Wäre die Proklamation in einem anderen Jahrhundert offenbart worden, hätte es auch noch Fragen gegeben. Diese hätten nur anders gelautet als heute. Propheten gibt es unter anderem, damit wir mit ihrer Hilfe auf aufrichtige Fragen Antworten finden können. Als er noch nicht Präsident der Kirche war, sagte Russell M. Nelson, Propheten sehen voraus. Sie erkennen die grauenvollen Gefahren, die uns der Widersacher in den Weg gelegt hat oder legen wird. Propheten sehen auch vorher, welch großartige Gelegenheiten und Vorzüge diejenigen erwarten, die zuhören, um dem zu folgen, was sie hören. Ich lege Zeugnis dafür ab, dass das, was die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel mit vereinter Stimme verkünden, wahr und geistig machtvoll ist. Im Laufe meines Lebens haben sich die Ansichten der Welt über viele der Grundsätze in der Proklamation drastisch gewandelt. Als ich Teenager und später jung verheiratet war, wandten sich viele in der Welt vom Maßstab des Herrn ab, den wir als Gesetz der Keuschheit bezeichnen, nämlich dass sexuelle Beziehungen nur zwischen einem Mann und einer Frau, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind, bestehen dürfen. Als ich zwischen 20 und 40 war, wandten sich viele davon ab, ungeborenes Leben als heilig zu betrachten und daher zu schützen, und Abtreibung wurde gesellschaftsfähiger. In den letzten Jahren haben sich viele von Gottes Gesetz, dass die Ehe eine heilige Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist, abgewandt. Wenn man diese Abkehr von den Grenzen, die der Herr gesetzt hat, mitverfolgt, kommt einem jener Tag in Kapernaum in den Sinn, als der Erretter seine Göttlichkeit kundtat und sich leider viele seiner Jünger zurückzogen. Der Erretter wandte sich daraufhin an seine Apostel. Wollt ihr auch weggehen? Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Es gibt so viele, ob jung oder alt, die dem Evangelium Jesu Christi treu sind, selbst wenn sie etwas erleben, was nicht genau den Ausführungen in der Proklamation zur Familie entspricht. Kinder,
deren Leben durch die Scheidung ihrer Eltern aus den Fugen geraten ist, Jugendliche, deren Freunde sich über das Gesetz der Keuschheit lustig machen, geschiedene Frauen und Männer, die durch die Untreue des Ehepartners zutiefst verletzt wurden, Ehepaare, die keine Kinder bekommen können, Frauen und Männer, die mit jemandem verheiratet sind, der nicht wie sie an das wiederhergestellte Evangelium glaubt, alleinstehende Frauen und Männer, die aus den verschiedensten Gründen nicht heiraten konnten. Ein Bekannter, mit dem ich seit 20 Jahren befreundet bin und den ich enorm bewundere, ist aufgrund gleichgeschlechtlicher Neigungen nicht verheiratet. Er ist seinen Tempelbündnissen treu geblieben, hat seine kreativen und beruflichen Talente weiterentwickelt und engagiert sich ehrenvoll in der Kirche und im Gemeinwesen. Vor kurzem sagte er zu mir: Ich kann nachfühlen, warum jene in meiner Lage beschließen, in der heutigen Welt das Gesetz der Keuschheit nicht zu halten. Aber hat Christus uns nicht aufgefordert, nicht von der Welt zu sein? Gottes Maßstäbe unterscheiden sich ganz klar von denen der Welt. Die Gesetze der Menschen bewegen sich oft außerhalb der Grenzen, die durch Gottes Gesetze vorgegeben sind. Wer Gott gefallen will, benötigt sicherlich Glauben, Geduld und Eifer. Meine Frau Kathy und ich kennen eine alleinstehende Schwester, die jetzt Mitte 40 ist, im Beruf großes Talent beweist und sich beherzt in ihrer Gemeinde engagiert. Auch sie hat sich an Gottes Gesetze gehalten. Sie schrieb uns: Ich habe von dem Tag geträumt, da ich mit einem Mann und Kindern gesegnet werde. Ich warte noch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wurde vergessen oder ich sei allein. Doch ich versuche nicht immer das im Auge zu behalten, was ich nicht habe, sondern das, was ich habe und wie ich anderen helfen kann. Das Dienen im Verwandtenkreis, in der Gemeinde und im Tempel hat mir geholfen. Ich wurde nicht vergessen und bin nicht allein. Denn ich bin und wir alle sind Teil einer größeren Familie. Einige meinen, sie verstehen meine Lage nicht. Das stimmt womöglich, aber ich bezeuge, dass es einen gibt, der sie durchaus versteht. Es gibt einen, der aufgrund des Opfers, das er in Gethsemane und am Kreuz brachte, unsere Last kennt. Ich verheiße ihnen: Wenn sie ihn suchen und seine Gebote halten, wird er sie segnen und die Last, die für sie allein zu schwer ist, leichter machen. Er wird ihnen ewige Freunde zur Seite stellen und Gelegenheiten zum Dienen geben. Was noch wichtiger ist, er wird sie mit dem Heiligen Geist und dessen großer Macht erfüllen und sie erkennen lassen, dass er mit ihnen zufrieden ist. Keine Entscheidung, keine Alternative, durch die uns der Heilige Geist als Begleiter oder die Segnungen der Ewigkeit verwehrt werden, ist unserer Erwägung wert. Ich weiß, dass der Retter lebt. Ich bezeuge, dass er die Quelle aller Wahrheit ist, die wirklich zählt. Und dass er all die Segnungen, die er denen verheißen hat, die seine Gebote halten, gewähren wird. Im Namen Jesu Christi. Amen. Our Heavenly Father loves us. Unser Vater im Himmel liebt uns. Er hat einen vollkommenen Plan für uns aufgestellt, damit wir uns an seinen Segnungen erfreuen. Wir alle sind in diesem Leben aufgefordert, zu Christus zu kommen und das wiederhergestellte Evangelium anzunehmen, indem wir uns taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und treu nach dem Evangelium leben. Nephi vergleicht die Entschlossenheit, uns taufen zu lassen, mit dem Betreten eines engen und schmalen Pfads und hält uns dazu an, mit Beständigkeit in Christus vorwärts zu streben, uns am Wort von Christus zu weiden und bis ans Ende auszuharren, damit wir alle Segnungen erlangen können, die der Vater im Himmel für uns bereithält. Nephi weist uns ferner darauf hin, dass die Worte Christi, wenn wir uns daran weiden, uns alles sagen werden, was wir tun sollen, und dass sie uns befähigen werden, die feurigen Pfeile des Widersachers zu bezwingen. Als ich jünger war, dachte ich, sich weiden hieße einfach, dass man ein üppiges Mahl mit Reis, Sushi und Sojasauce zu sich nimmt.
Heute weiß ich, dass es in Wirklichkeit viel mehr ist, als ein leckeres Essen zu genießen. Es ist ein freudiges, feierliches Erlebnis, bei dem wir genährt werden, miteinander reden, uns liebevoll unserer Familie und unseren Angehörigen zuwenden, Gott unsere Dankbarkeit bekunden, Beziehungen aufbauen und bei all dem reichlich unglaublich leckeres Essen genießen. Ich glaube, dass wir an solch ein Erlebnis denken sollten, wenn wir uns an den Worten Christi weiden. Uns an den Heiligen Schriften zu weiden, geht über bloßes Lesen hinaus. Es soll uns wahre Freude bringen und unsere Beziehung zum Erretter stärken. Das geht aus dem Buch Mormon eindeutig hervor. Denken Sie an Lehis Traum, worin er einen Baum sah, dessen Frucht begehrenswert war, um einen glücklich zu machen. Diese Frucht stellt die Liebe Gottes dar. Und als Lehi davon probierte, fand er, dass sie süß war, mehr als alles, was er je zuvor gekostet hatte. Sie erfüllte seine Seele mit überaus großer Freude. Und er wollte, dass auch seine Familie sie kostete. Wir werden, wenn wir uns weiden, auch feststellen, dass die Menge oder Art der Speisen unerheblich sein kann, sofern unser Herz voll Dankbarkeit ist. Lehis Familie lebte in der Wildnis von rohem Fleisch, doch Nephi beschreibt diese schwere Prüfung wie folgt. So großen Segen schüttete der Herr über uns aus, dass unsere Frauen stark waren und ohne Murren Kinder gebären konnten. Zum Weiden gehört auch, dass man manchmal einen Versuch macht und kostet. Alma spricht über ein gutes Samenkorn, das in unser Herz gepflanzt wird. Stellen wir diesen Versuch an, merken wir bald, dass das Samenkorn anfängt, köstlich zu sein. Die Segnungen, die es mit sich bringt, wenn man sich an den Worten Christi weidet, sind überragend und umwälzend. Drei vor allem sollten Sie in Ihrem Leben einmal wirksam werden lassen. Erstens, die Worte Christi können uns helfen, unsere geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen und uns sicher durch Leben führen. Mormon zufolge führen die Worte Christi dazu, dass das Volk das tut, was gerecht ist. Und sie haben eine mächtigere Wirkung als alles, was das Schwert ausrichten kann. Wenn ich bei der Bewältigung meiner eigenen Schwierigkeiten auf der Suche nach göttlicher Weisheit die Kraft des Gotteswortes erprobte, kamen mir stets gute Ideen und ich war in der Lage, kluge Entscheidungen zu treffen und Versuchungen zu widerstehen. Und mein Glaube an Christus und die Liebe zu meinen Mitmenschen nahmen noch mehr zu. Unser Prophet Russell M. Nelson sagte dazu, es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Wenn wir die Kraft des Gotteswortes erproben, erhalten wir die benötigte Offenbarung und das Wort bewirkt weitaus mehr als alles andere, was man erdenken oder erproben könnte. Zweitens, wenn wir nicht recht wissen, wer wir sind und uns mit mangelndem Selbstwertgefühl herumschlagen, führt das angenehme Wort Gottes in den Heiligen Schriften uns vor Augen, wer wir wirklich sind und verleiht uns Kraft, die unsere eigene übersteigt. Der Moment, als ich erkannt habe, dass ich ein Kind Gottes bin, war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Als junger Teenager wusste ich noch gar nichts von den Lehren des Erretters. Als ich das erste Mal das Neue Testament las, heilten die Worte Christi wahrhaft meine verwundete Seele. Mir wurde klar, dass ich nicht allein war und dass ich ein Kind Gottes bin. Als ich erkannte, wer ich vor Gott wirklich bin, wurde mir mein unendliches Potenzial durch das Sühnopfer Christi bewusst. Auch Enos berichtet davon, dass er erleuchtet wurde. Ein Erlebnis, das daraus folgt, dass wir über die Worte Christi nachdenken. Als Enos die Worte seines Vaters über das ewige Leben und die Freude der Heiligen tief ins Herz gedrungen waren, hungerte seine Seele und er kniete vor seinem Schöpfer nieder in machtvollem Gebet. In diesem Gebet lernte er den Erretter kennen und erfuhr, dass wir von großem Wert sind, geliebt werden, Vergebung für unsere Fehler erlangen können und wahrhaft Kinder Gottes sind. Drittens, wir können andere Menschen mit den Worten Christi aufrichten. So wie Enos zur für ihn rechten Zeit und am passenden Ort von den Worten Christi berührt wurde, wird der Herr seinen Teil dazu beitragen, das Herz derjenigen zu berühren, mit denen wir über das Evangelium sprechen wollen. Viele von uns waren vielleicht schon einmal entmutigt, weil sie jemanden einladen wollten, vom Evangelium zu hören und das gewünschte Ergebnis ausblieb. Doch unabhängig vom Ausgang fordert der Herr uns auf, unseren Mund aufzutun und anderen die Botschaft des Evangeliums zu bringen. Vor 2 Jahren berührte der Herr meiner lieben Mutter das Herz, woraufhin sie sich entschloss, die heilige Handlung Taufe zu empfangen.
Ich hatte fast 35 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Damit sie diese Entscheidung treffen konnte, dienten viele Mitglieder der Kirche ihr wahrlich so, wie Christus es täte. Eines Sonntags hatte sie das Gefühl, sie solle in die Kirche gehen. Sie folgte dieser Eingebung. Sie saß in der ersten Reihe und wartete darauf, dass die Abendmahlsversammlung begann, als ein 4 Jahre alter Junge sich vor sie stellte und sie ansah. Sie begrüßte ihn mit einem Lächeln. Der kleine Junge verließ sie plötzlich und ging zu seinem Sitzplatz zurück, der auf der anderen Seite der Reihe war, wo meine Mutter saß. Der kleine Junge nahm etwas von seinem Sitzplatz, kam wieder zu meiner Mutter, reichte ihr ein Gesangbuch und kehrte zu seinem Platz zurück. Meiner Mutter fiel auf, dass an jedem zweiten Platz ein Gesangbuch lag. Sie hätte ganz einfach das Buch nehmen können, das auf dem Sitzplatz neben ihr lag. Mit dieser freundlichen, unschuldigen Geste aber, die der kleine Junge zu Hause und in der Kirche gelernt hatte, beeindruckte er sie sehr. Es war ein bewegender Moment für sie. Sie hatte das starke Gefühl, dass Gott sie aufforderte, zu kommen und dem Erretter nachzueifern. Sie spürte, dass sie sich taufen lassen sollte. Der kleine Junge wollte keine Anerkennung für das, was er tat. Er tat einfach sein Bestes, das Wort Gottes zu leben und seinen Nächsten zu lieben. Seine Freundlichkeit löste bei meiner Mutter eine entscheidende Herzenswandlung aus. Die Worte Christi berühren das Herz zutiefst und öffnen denen, die ihn noch nicht sehen können, die Augen. 2 Jünger waren zu Fuß unterwegs nach Emmaus und begegneten dabei Jesus. Sie waren traurig und verstanden noch nicht, dass der Retter über den Tod triumphiert hatte. In ihrem Kummer erkannten sie nicht, dass es der lebendige Christus war, der sie begleitete. Obwohl Jesus ihnen darlegte, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht, erkannten sie ihn erst als den auferstandenen Erretter, als er sich mit ihnen niedersetzte und das Brot brach. Da erst wurden ihre Augen aufgetan. Wenn wir oder unsere Freunde, Bekannten und Nachbarn uns mit ihm weiden und das Brot brechen, werden die Augen unseres Verständnisses aufgetan. Als die Jünger in Emmaus über ihre Zeit mit dem auferstandenen Erretter nachdachten, sagten sie, ihnen habe das Herz gebrannt, als er ihnen den Sinn der Schriften eröffnete. So wird es uns allen ergehen. Zum Abschluss lege ich Zeugnis dafür ab, dass wir uns jederzeit und bei jeder Gelegenheit an den Worten Christi weiden können, wenn wir unser Herz darauf vorbereiten, sie zu empfangen. Wenn wir uns an den Worten Christi weiden, erhalten wir lebensnotwendige Offenbarung, unsere wahre Identität und unser Wert vor Gott als sein Kind werden uns erneut bestätigt und unsere Freunde werden zu Christus und zu immerwährendem Leben geführt. Abschließend möchte ich eine Aufforderung Nephis wiederholen. Darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Etwas früher heute Morgen kam meine Frau mit einer Nachricht zu mir, die ihre Mutter ihr geschrieben hatte. Liebe Mutter, es tut mir leid, dass ich nicht mein Zeugnis mit dir geteilt habe, aber ich liebe dich, Nancy. Als wir zum Mittagessen gegangen sind, dachte ich, dass das eine sehr interessante Sache war. Und ich habe eine Nachricht an Präsident Nelson geschrieben. Lieber Präsident Nelson, es tut mir leid, dass ich meine Ansprache nicht gegeben habe, aber ich liebe dich. Und das fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Und deswegen bin ich jetzt hier und ich bin froh, jetzt meine Ansprache geben zu können. Vor vielen Jahren war ich einmal mit einem kleinen Flugzeug unterwegs, das von einem gerade erst lizenzierten Piloten gesteuert wurde. Am Ende des Fluges erhielten wir die Landeerlaubnis. Doch als wir uns dem Boden näherten, meldete ein Alarm im Cockpit den Piloten, er solle die Maschine wieder hochziehen. Der Pilot schaute zu seinem erfahrenen Co-Piloten. Dieser deutete schräg nach unten neben die Landebahn und sagte, jetzt. Unser Flugzeug drehte nach links, unten ab und stieg dann wieder zu einer sicheren Höhe auf, setzte erneut zum Landeanflug an und brachte uns sicher ans Ziel. Später erfuhren wir, dass ein anderes Flugzeug Starterlaubnis erhalten hatte.
Wenn wir den Anweisungen des Alarms gefolgt wären, wären wir genau auf das andere Flugzeug zugesteuert. Daraus habe ich etwas Wichtiges gelernt. Erstens, in kritischen Augenblicken im Leben hören wir immer mehrere Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Zweitens, es ist sehr wichtig, dass wir auf die richtigen hören. In dieser Welt gibt es viele Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Eilmeldungen, Tweets, Blogs, Podcasts und überzeugende Ratschläge von Alexa, Siri und anderen führen dazu, dass man oft nicht weiß, welchen Stimmen man vertrauen kann. Manchmal fragen wir alle Welt um Rat in der Annahme, die Mehrheit sei die beste Quelle für Wahrheit. Ein andermal schwanken wir nach zwei Seiten und beschließen, weder kalt noch heiß zu sein. Oder wir gehen einfach den bequemen Weg, folgen einer einzigen Stimme oder einem einzigen Thema oder verlassen uns ausschließlich auf unser eigenes Denkvermögen. Jede dieser Methoden kann hilfreich sein, doch die Erfahrung hat gezeigt, dass sie nicht immer verlässlich sind. Was populär ist, ist nicht unbedingt das Beste. Wenn man nach zwei Seiten schwankt, bleibt man richtungslos. Annehmlichkeiten führen selten zu etwas von Bedeutung. Wenn man sich auf eine einzige Stimme oder ein einzelnes Thema versteift, kann die Wahrnehmung getrübt werden. Und wenn man sich ausschließlich auf den eigenen Verstand verlässt, kann man sich in eine hyperintellektuelle Gedankenstarre verrennen. Wenn man nicht achtsam ist, können einen die falschen Stimmen vom Evangelium fortlocken an Orte, wo es schwierig ist, den Glauben aufrechtzuerhalten und wo man kaum etwas anderes als Leere, Verbitterung und Unzufriedenheit findet. Lassen Sie mich anhand eines Vergleichs und eines Beispiels aus den Heiligen Schriften erklären, was ich meine. Unter Bergsteigern werden Höhenlagen über 8000 Meter als Todeszone bezeichnet, weil es ab dieser Höhe nicht mehr genügend Sauerstoff zum Überleben gibt. Es gibt auch im geistigen Sinne eine Todeszone. Wenn wir uns zu oft dort aufhalten, wo es keinen Glauben gibt, wird uns von scheinbar wohlmeinenden Stimmen der geistige Sauerstoff entzogen. Im Buch Mormon lesen wir von Korihor, dem es so erging. Er erfreute sich großer Beliebtheit, weil seine Lehren für den fleischlichen Sinn angenehm waren. Er behauptete, Eltern und Propheten lehrten törichte Überlieferungen, um andere einzuengen und in Unwissenheit zu halten. Seiner Meinung nach sollte jeder Mensch alles tun dürfen, was er wolle, weil die Gebote nichts weiter seien als zweckmäßig erfundene Einschränkungen. Er sah den Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi als die Auswirkung eines wirren Sinns an, ausgelöst durch den Glauben an ein Wesen, das nicht existieren könne, weil man es nicht sehen kann. Korihor verursachte einen solchen Aufruhr, dass er vor den obersten Richter und den hohen Priester gebracht wurde. Mit großer, geschwollener Rede kritisierte er die Führer und verlangte ein Zeichen. Er erhielt ein Zeichen. Er wurde mit Stummheit geschlagen. Da erkannte Korihor, dass er sich hatte täuschen lassen. In Anbetracht der wertvollen Wahrheiten, von denen er sich abgewendet hatte, klagte er, ich habe es immer gewusst. Von da an musste Korihor um Nahrung betteln und wurde schließlich von einigen Zoramiten zu Tode getrampelt. Der letzte Vers in seiner Geschichte enthält diese ernüchternde Einsicht. Und so sehen wir, dass der Teufel seinen Kindern am letzten Tag nicht beistehen wird, sondern sie schnell zur Hölle hinabzerrt. Unser Vater im Himmel hat Besseres für uns im Sinn und ermöglicht es uns daher, seine Stimme zu hören. Meistens hören wir ihn durch Eindrücke, die der Heilige Geist uns eingibt. Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn, wurde gesandt, um alles zu lehren und wird uns alles zeigen, was wir tun sollen. Der Geist spricht auf verschiedene Weise zu verschiedenen Menschen und er kann auch zum Einzelnen zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Weise sprechen. Deshalb ist es ein lebenslanges Bestreben, die vielen unterschiedlichen Arten, wie er zu uns spricht, kennenzulernen. Manchmal spricht er zu unserem Verstand und zu unserem Herzen mit einer sanften, doch machtvollen Stimme, die denen, die sie hören, bis ins Innerste dringt. Ein andermal beanspruchen die Eindrücke des Geistes unsere Gedanken oder beeindrucken unsere Gefühle. Manchmal brennt unser Herz in uns. Ein andermal erfüllt der Geist uns die Seele mit Freude, erleuchtet unseren Verstand oder spricht unserem beklommenen Herzen Frieden zu. Die Stimme unseres Vaters im Himmel ist an vielen Orten zu finden. Wir finden sie im Gebet, beim Schriftstudium und wenn wir in die Kirche gehen, uns an Gesprächen über den Glauben beteiligen oder im Tempel sind. Ganz sicher finden wir sie dieses Wochenende bei der Generalkonferenz.
Heute haben wir 15 Männer als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt. Dank ihrer Geistigkeit und Erfahrung haben sie eine einzigartige Perspektive, die wir dringend benötigen. Ihre Botschaften sind leicht zugänglich und klar formuliert. Sie sagen uns das, was Gott uns wissen lassen möchte, ganz gleich, ob es nun populär ist oder nicht. Es ist gut, wenn wir an einem dieser Orte auf seine Stimme horchen. Noch besser ist es aber, an vielen dieser Orte auf sie zu horchen. Wenn wir sie dann hören, müssen wir der empfangenen Weisung folgen. Der Apostel Jakobus hat gesagt, werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und Präsident Thomas S. Monson hat einmal gesagt, wir beobachten, wir warten, wir horchen auf die sanfte, leise Stimme. Wer klug ist, hört auf sie, wenn sie spricht. Zu Beginn meines Berufslebens wurden meine Frau und ich gefragt, ob ich eine andere Arbeitsstelle übernehmen würde. Damals erschien uns dies als eine Entscheidung von enormer Tragweite. Wir forschten in den Schriften, fasteten und beteten, doch die Antwort blieb aus. Letztendlich trafen wir eine Entscheidung und strebten weiter vorwärts. Dabei empfanden wir innere Ruhe und bald stellte sich heraus, dass es eine der besten Entscheidungen war, die wir je getroffen hatten. Daraus haben wir gelernt, dass Antworten manchmal auf sich warten lassen. Das kann daran liegen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass wir keine Antwort brauchen oder dass Gott uns zutraut, die Entscheidung eigenständig zu treffen. Elder Richard G. Scott hat einmal erklärt, dass wir für diese Situation dankbar sein sollen und hat uns verheißen, wenn sie würdig leben und ihre Entscheidung mit den Lehren des Erlösers übereinstimmt und sie handeln müssen, dann fahren sie vertrauensvoll fort. Gott wird sie nicht zu weit gehen lassen, ohne sie zu warnen, wenn sie die falschen Entscheidungen getroffen haben. Wir müssen uns also entscheiden, auf welche der vielen Stimmen wir hören. Hören wir auf die unzuverlässigen, von der Welt befürworteten Stimmen oder bringen wir den erforderlichen Einsatz, damit die Stimme unseres Vaters im Himmel uns bei Entscheidungen leiten und uns vor Gefahr beschützen kann? Je eifriger wir auf seine Stimme horchen, desto leichter hören wir sie. Das liegt nicht etwa daran, dass seine Stimme lauter wird, sondern daran, dass unser Hörvermögen zunimmt. Der Erretter hat uns verheißen, dass er uns mehr gibt, wenn wir auf seine Verheißungen hören und seinem Rat unser Ohr leihen. Ich bezeuge, dass diese Verheißung wahr ist, für jeden von uns. Vor fast einem Jahr kam ein älterer Bruder bei einem tragischen Autounfall ums Leben. In jungen Jahren hatte John bereits viel erreicht und die Zukunft sah vielversprechend für ihn aus. Doch als er älter wurde, erschwerten körperliche Gebrechen und ein Verstand, der nicht mitspielte, ihm das Leben. Obwohl die erhoffte Heilung in diesem Leben ausblieb, hielt John an seinem Glauben fest und war entschlossen, nach besten Kräften bis ans Ende auszuharren. Ich weiß, dass John nicht vollkommen war, doch ich habe mich gefragt, woher er sein Durchhaltevermögen nahm. Viele Stimmen lockten ihn, sich zynisch abzuwenden, doch er beschloss, ihnen nicht nachzugeben. Stattdessen tat er sein Mögliches, sein Leben mitten im Evangelium zu verankern. Er führte ein Leben im Evangelium, weil er wusste, dass er hier die Stimme des Meisters hören konnte. Er führte ein Leben im Evangelium, weil er wusste, dass er hier unterwiesen wurde. Brüder und Schwestern, wir leben in einer Welt voll konkurrierender Stimmen. Doch ich bezeuge Ihnen, dass unser Vater im Himmel es uns ermöglicht, seine Stimme zu hören und ihr zu folgen. Wenn wir eifrig sind, werden er und sein Sohn uns die Weisung geben, nach der wir streben, die Kraft, die wir brauchen und das Glück, nach dem wir uns alle sehnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderbare Musik gesorgt haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung Music and the Spoken Word wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Jesus, dir gehört mein Herz«. Im Anschluss daran spricht Schwester Lisa Harkness, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, das Schlussgebet. I was doing just fine. Bis gerade ging es mir noch gut, bis ich die Tränen in den Augen der jungen Leute im Chor gesehen habe. Und diese Tränen sind eine eloquentere Ansprache als eine, die ich je geben könnte. Johannes der Täufer sah aus dem Wasser auf an den vielen Menschen vorbei, die sich unbedingt von ihm taufen lassen wollten, und entdeckte in der Ferne seinen Cousin, Jesus von Nazareth, der forschen Schrittes in seine Richtung kam, weil er ein ganz ähnliches Anliegen hatte. Ehrfürchtig, aber dennoch für die Umstehenden hörbar, bekundete Johannes die Bewunderung, die uns auch noch zwei Jahrtausende später berührt. Seht das Lamm Gottes. Es ist aufschlussreich, dass dieser vor langer Zeit vorhergesagte Wegbereiter Jesu ihn nicht Jehova, Erretter, Erlöser oder gar Sohn Gottes nannte. Alle diese Bezeichnungen wären ja zutreffend gewesen. Nein, Johannes wählte das älteste und vielleicht bekannteste Bild aus der religiösen Tradition seines Volkes. Er verwendete das Sinnbild eines Opferlammes, das als Sühne für die Sünden und Leiden einer gefallenen Welt und aller gefallenen Menschen in dieser Welt dargebracht wird. Bitte gestatten Sie mir, dass ich uns Teile dieser Geschichte in Erinnerung rufe. Nach ihrer Vertreibung aus dem Garten von Eden erwartete Adam und Eva eine verheerende Zukunft. Sie hatten für uns die Tür zur Sterblichkeit und zum irdischen Leben geöffnet und dafür für sich selbst die Tür zur Unsterblichkeit und zum ewigen Leben geschlossen. Aufgrund der Übertretung, für die sie sich bewusst entschieden hatten, waren nun der körperliche Tod und die geistige Verbannung Teil ihres Lebens. Sie waren aus der Gegenwart Gottes für immer ausgeschlossen. Was sollten sie tun? Gab es einen Ausweg aus dieser Zwangslage? Wir wissen nicht, in welchem Umfang sich die beiden an die Weisungen, die sie noch im Garten erhalten hatten, erinnern durften. Doch auf jeden Fall erinnerten sie sich daran, dass sie Gott regelmäßig ein reines, fehlerfreies Lamm opfern sollten. Eine männliche Erstgeburt aus ihrer Herde. Später erschien ihnen ein Engel und erklärte, dieses Opfer sei ein Urbild, eine Vorabbildung der Opfergabe, die der Erretter der Welt, der kommen sollte, zu ihren Gunsten darbringen werde. Dies ist ein Sinnbild für das Opfer des einzig Gezeugten des Vaters, sagte der Engel. Darum sollst du umkehren. Und Gott im Namen des Sohnes anrufen, immer da. Zum Glück gab es einen Ausweg
und einen Weg zurück zum Vater. In den vorirdischen Ratsversammlungen im Himmel hatte Gott Adam und Eva und dem ganzen Rest von uns verheißen, dass Hilfe von seinem reinen, unbefleckten, erstgeborenen Sohn kommen werde, dem Lamm Gottes, das geschlachtet wurde seit der Erschaffung der Welt, wie der Apostel Johannes später über ihn schrieb. Mit den Lämmchen, die Adam und seine Nachkommen als Symbol auf Erden opferten, sollten sie ihr Verständnis und ihre Abhängigkeit vom Sühnopfer Jesu, des Gesalbten, bekunden. Später, in der Wildnis, wurde diese heilige Handlung im Offenbarungszelt vollzogen und danach in dem Tempel, den Salomo erbauen ließ. Doch leider funktionierte dieses rituelle Opfern fehlerfreier Lämmer als Symbol für wahre Umkehr und ein treues Leben nicht besonders gut, wie wir immer wieder im Alten Testament lesen können. Die geistige Gesinnung, die dieses Opfer hätte begleiten sollen, hielt ab und an nicht mal so lange, bis das Blut auf den Steinen getrocknet war. Auf jeden Fall hielt sie nicht lange genug an, um den Brudermord zu verhindern, den Kain in der ersten Generation an seinem Bruder Abel verübte. Solche Prüfungen und Bedrängnisse gab es über Jahrhunderte hinweg. Da nimmt es nicht Wunder, dass die Engel im Himmel voller Freude sangen, als Jesus endlich geboren wurde, der lang verheißene Messias. Am Ende seines kurzen irdischen Wirkens bereitete dieses reinste aller Pascha-Lämmer seine Jünger auf seinen Tod vor. Dazu führte der Herr das Abendmahl ein. Eine persönliche Reform der heiligen Handlung, die jenseits des Gartens von Eden eingeführt worden war. Es sollte nach wie vor eine Opfergabe dargebracht werden, etwas, was wirklich ein Opfer darstellte. Doch dies sollte eine viel tiefere symbolische Bedeutung haben, viel mehr zur inneren Einkehr anregen und persönlicher sein als das Vergießen des Blutes eines erstgeborenen Lammes. Den Nephiten sagte der Erretter nach seiner Auferstehung: Ihr sollt mir nicht länger Blutvergießen opfern. Ihr sollt mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Darum, kehrt um und lasst euch erretten. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben jetzt den spannenden neuen Schwerpunkt, verstärkt das Evangelium zu Hause zu lernen, aber wir dürfen keinesfalls vergessen, dass uns ebenso nach wie vor geboten ist, an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens zu gehen und deine heiligen Handlungen darzubringen. Die Veränderungen an den Sonntagsversammlungen sollen uns nicht nur mehr Zeit für die Unterweisung im Evangelium daheim verschaffen, sie sollen auch den Versammlungsablauf dahingehend vereinfachen, dass das Abendmahl des Herrn als der heilige, herausragende Höhepunkt unserer wöchentlichen Gottesverehrung entsprechend in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir sollen auf die persönlichste Art, die uns möglich ist, daran denken, dass Christus an einem gebrochenen Herzen starb, als er ganz allein die Sünden, den Kummer und das Leid der gesamten Menschheit auf sich nahm. Und da auch wir diese verhängnisvolle Last mitverschuldet haben, verlangt ein solcher Augenblick unsere Achtung. Deshalb halten wir sie dazu an, rechtzeitig und andächtig zum Gottesdienst zu kommen und sich passend für die Teilnahme an einer heiligen Handlung zu kleiden. Der Begriff Sonntagskleidung hat heutzutage etwas an Bedeutung verloren, doch aus Wertschätzung für ihn, in dessen Gegenwart wir uns begeben, sollten wir diese Tradition, uns so gut wie möglich zu kleiden und auf unsere äußere Erscheinung zu achten, wiederbeleben.
was die Pünktlichkeit anbelangt. Die lieben Eltern, die mit Kindern, Knabberkram und Windeltaschen beladen, etwas chaotisch ankommen und froh sind, dass sie es überhaupt geschafft haben, werden stets liebevoll etwas später eingelassen werden. Außerdem wird es einige geben, die unweigerlich am Sonntagmorgen feststellen, dass ihr Ochse in den Brunnen gefallen ist. Dieser Gruppe sagen wir jedoch, wenn sie deshalb gelegentlich zu spät kommen, ist das verständlich. Doch wenn der Ochse jeden Sonntag in den Brunnen fällt, legen wir ihnen dringend ans Herz, entweder den Ochsen zu verkaufen oder den Brunnen aufzufüllen. Mit der gleichen Absicht möchten wir als Apostel darum bitten, den Lärmpegel in den heiligen Räumen unserer Gebäude zu senken. Wir unterhalten uns gerne miteinander und das sollen wir auch. Das ist mit das Schönste am Kirchenbesuch, doch dies darf nicht in den Räumen stattfinden, die speziell der Gottesverehrung gewidmet sind. Ich fürchte, dass Besucher, die nicht unserer Kirche angehören, entsetzt sind angesichts unserer zuweilen lautstarken Ehrfurchtslosigkeit an einem Ort, der Gebet, Offenbarung und Frieden vorbehalten sein sollte. Vielleicht ist der Himmel auch ein wenig entsetzt. Es trägt zum Geist in unserer Abendmahlsversammlung bei, wenn die präsidierenden Beamten frühzeitig auf dem Podium Platz nehmen, dem Vorspiel lauschen und uns damit andächtig ein Beispiel geben, dem wir nacheifern sollten. Wenn man auf dem Podium miteinander schwatzt, sollte es uns nicht wundern, wenn dies auch die übrigen Anwesenden tun. Wir loben die Bischofschaften, die auf Bekanntmachungen verzichten, die vom Kern unserer Gottesverehrung ablenken. Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, dass ein Priester wie Zacharias, der im Tempel des Herrn vor Alters kurz davor steht, das unvergleichliche priesterliche Vorrecht wahrzunehmen, das ihm nur einmal im Leben zukommt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie er vor dem Altar innehält, um uns daran zu erinnern, dass es nur noch 6 Wochen bis zum Pfahlfußballturnier sind und die Anmeldefrist dafür bald abgelaufen ist. Brüder und Schwestern, diese vom Herrn verordnete Stunde ist die heiligste Stunde der Woche. Auf sein Gebot hin versammeln wir uns für die heilige Handlung, die am häufigsten von allen Mitgliedern empfangen wird. Sie erinnert uns an ihn, der darum gebeten hat, der Kelch, den er trinken sollte, möge vorübergehen. Doch er trank ihn tapfer, weil er wusste, dass dieser Kelch unseretwegen nicht vorübergehen konnte. Es kann uns helfen, wenn wir daran denken, dass während des Abendmahls ein Symbol für diesen Kelch langsam durch die Reihe auf uns zukommt. Durch die Hand eines 11- oder 12-Jährigen. Wenn die heilige Stunde gekommen ist, da wir dem Herrn unsere Opfergabe darbringen, haben wir unsere eigenen Sünden und Unzulänglichkeiten zu klären. Doch dieses Zerknirschtsein bringt uns noch mehr, wenn wir uns der anderen zerbrochenen Herzen und leidenden Geister um uns herum bewusst sind. Vielleicht sitzt dieser oder jener nicht weit weg von uns, der während des ganzen Abendmahlsliedes, sichtbar oder unsichtbar, geweint hat. Können wir still Notiz davon nehmen und unser winziges Bröckchen Trost und unseren kleinen Becher Mitgefühl für ihn darbringen? Oder für ein weinendes Mitglied, das gerade zu kämpfen hat und nicht in der Versammlung ist und, wenn wir nichts zu seiner Rettung unternehmen, auch nächste Woche nicht da sein wird? Oder für unsere Brüder und Schwestern, die nicht der Kirche angehören, die aber unsere Brüder und Schwestern sind.
An Leid mangelt es in dieser Welt nicht. Nicht innerhalb der Kirche und nicht außerhalb. Also schauen Sie in eine beliebige Richtung und Sie werden jemanden entdecken, dessen Schmerz zu schwer zu ertragen scheint und dessen Kummer nie zu enden scheint. Eine Art, immer an ihn zu denken, besteht darin, uns dem großen Arzt anzuschließen, bei seiner nicht enden wollenden Aufgabe, den Beladenen die Last zu nehmen und den Schmerz der Bekümmerten zu lindern. Meine lieben Freunde, wenn wir uns überall auf der Welt jede Woche zu einer hoffentlich intensiveren heiligen Würdigung des majestätischen, für die ganze Menschheit vollbrachten Sühnopfers Christi versammeln, mögen wir zum Abendmahlsaltar mehr Schmerz für sein Leiden, mehr für seinen Tod mitbringen. Wenn wir dann in uns gehen, beten und erneut den Bund eingehen, mögen wir aus diesem heiligen Augenblick mehr Dulden im Leid und mehr Dankbarkeit mitnehmen. Ich bete darum, dass wir alle mehr solche Geduld und Dankbarkeit, solche Heiligkeit und Hoffnung haben. Im Namen dessen, der das kostbare Brot der Vergebung gebrochen und den heiligen Wein der Erlösung eingegossen hat, nämlich Jesus Christus, dem großen und barmherzigen und heiligen Lamm Gottes. Amen.
Our dear eternal heavenly Father, lieber ewiger Vater im Himmel, wir, deine Töchter und deine Söhne, danken dir und wollen ausdrücken, wie tief wir für diese wunderbare Session, Versammlung, sehr wir sie schätzen und wie sehr wir deine Liebe spüren. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir zu dieser Zeit leben, wo es fortwährende Offenbarungen durch einen lebenden Propheten, Russell M. Nelson, und die anderen gibt, die du als Propheten, Seher und Offenbarer berufen hast. Wir sind so dankbar für das Sühnopfer deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Wir lieben ihn. Und nun beten wir, dass die Wahrheit, die wir empfangen haben, uns hilft, seine wahren Nachfolger zu werden. Im Namen Jesu Christi. Amen. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Dies war eine Übertragung von der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor mit Studenten der Brigham Young Universität. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.